Nächste Redner, Herr Abgeordneter. Und der vorerst letzte gemeldete Redner zu diesem Tagesordnungspunkt kommt ebenfalls von der ÖVP. Es ist Christoph Zaric. Danke, Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte als letzter Redner eigentlich die Gelegenheit nutzen, um mich auch zur Petition zu den Wombats auch zu äußern, und möchte auch die Gelegenheit nutzen, um mich beim Kollegen Veracznik ganz herzlich zu bedanken. Ich kann deiner Rede natürlich voll inhaltlich zustimmen. Darum ersparen wir uns heute auch etwas Zeit. Ich möchte nur ganz kurz etwas zum Klimaticket sagen. War eines der Leuchtturmprojekte dieser Bundesregierung. Die gute Nachricht wird im nächsten Jahr auch nicht erhöht, der Preis, weil wir sozusagen die Gebührenbremse auch eingeführt haben. Und Gott sei Dank ist dieses Klimaticket jetzt auch digital abrufbar. Ich möchte mich bedanken bei allen, die hier ihren Beitrag auch geleistet auch haben. Als Sportsprecher der Volkspartei ist es mir auch wichtig zu sagen, dass wir natürlich alles daran gesetzt haben, dass die Plattform bzw. der Sender ORF Sport Plus in vollem Umfang erhalten bleibt. Es hat intensive Gespräche auch gegeben mit allen wichtigen Stakeholdern, mit den Verbänden des Sports, dass eben der ORF Sportkanal bis Ende 2026 auch in dieser Form bestehen bleibt. Und es gibt natürlich auch Gespräche mit den Verbänden, und parallel zu dem TV-Programm bzw. zum ORF Sport Plus werden auch Gespräche geführt, um parallel dementsprechend auch eine digitale Plattform auch zu bieten. Wir brauchen den Platz für den Sport. Im ORF Sport Plus wurde auch von meinen Vorrednern angesprochen, ist Platz für jene Sportarten, die sonst in der medialen Berichterstattung nicht so oft vorkommen. Es ist der Nachwuchssport hier beinhaltet, es ist beispielsweise auch der Gesundheitssport dort, der Behindertensport, und ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam jetzt auch mit den Verbänden und vor allem mit der Sport Austria eine Lösung finden werden, wie wir diese digitale Plattform über das Jahr 2026 auch weiterentwickeln werden. Ich danke allen im Petitionsausschuss, die einen sachlichen Beitrag beim letzten Mal auch beigetragen haben. Es war eine sehr, sehr gute Diskussion, und ich freue mich auf den nächsten Petitionsausschuss. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall.